Die letzte der Top Super-G-Fahrerin. Anna Fenninger. Ein guter erster Super-G am Freitag. Vierte. Außerdem dritte in Lake Louise, zweite in St. Anton. An der Spitze sind zwei Markenkolleginnen von ihr. Es sollte hier oben auch gut aussehen. 1800stel. Auch eine saubere Fahrt. Und es fehlen auch ein paar Zehntelsekunden. Oh, kurz angehängt. Sie hat jetzt ein wenig Stab gehoben über die Welle. Die 200stel Vorsprung für Fenninger, die noch nie einen Super-G gewonnen hat. Was mir auffällt, sie nimmt die Schläge, die tut sie extrem gut absorbieren. Das war auch unten gut. 1,20, 63 und 43 für Fenninger. Kein Heimsieg für Maria Höflerisch. Wow, aber vor der Fischschneise weg.